Ich habe einen Psychothriller mitgebracht von Nikki French, Ein dunkler Abgrund, bei Bertelsmann erschienen. Es beginnt eigentlich mit einer alltäglichen Szene, Alltag für unzählige Menschen. Frauen und Männer, die früher mal ein Paar waren, können nach dem schmerzlichen Ende ihres Liebesglücks einander nicht aus dem Weg gehen, sondern bleiben zwangsweise auf das Engste verbunden, nämlich klar immer dann, wenn sie gemeinsame Kinder haben. So geht es in diesem Buch auch Tess, die ihre über alles geliebte dreijährige Tochter Poppy nur ungern bei ihrem Ex-Freund Jason Poppys Vater lässt, der nach der Trennung im gemeinsamen Haus geblieben ist, flugs geheiratet hat und demnächst wieder Vater werden soll. Als Tess nach Poppys Wochenendbesuch bei ihrem Vater unter den üblichen fröhlichen Kinderzeichnungen, von denen im Laufe von 2 Tagen ja unzählige entstehen, die eine findet, die mit dicken schwarzen Strichen eine Figur zeigt, die von einem Turm stürzt, ahnt sie sofort Böses. In den nächsten Tagen verhält sich die Kleine dann auch zunehmend merkwürdig. Sie spricht vom Tod, sie ist 3 Jahre alt, sie schläft schlecht, sie nässt wieder ein und fällt im Kindergarten mit ungewohnt aggressivem Verhalten auf. Bei Tess schrillen natürlich alle Alarmglocken. Und dann erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass in ihrer Umgebung eine junge Frau zu Tode gestürzt ist. Aber ihre verzweifelten Versuche, die Londoner Polizei davon zu überzeugen, dass ihre Tochter oder auch andere Menschen in äußerster Gefahr schweben, scheitern kläglich. Sie fängt das allerdings auch nicht sehr geschickt an. Sie wird immer nervöser und ihre eigenmächtigen Ermittlungen werden schließlich immer riskanter, bis sie dann alles auf eine Karte setzt. Nikki French, dahinter verbirgt sich ein Autorenpaar, das ist ein Ehepaar, Nikki Girard und Sean French. Und die sind die Garanten für spannende, klug konstruierte Psychothriller ohne große Blutspur. Es erscheint eigentlich wunderbarerweise eigentlich in letzter Zeit jedes Jahr eins und eins besser als das andere, mit Figuren, in die man sich ohne weiteres reinversetzen kann und mit denen man in jeder Leseminute mitfiebert.